Einen wundervollen guten Tag und herzlich willkommen hier zu diesem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Daniel Kubik und heute nehme ich dich einen Tag mit durch meinen Pre-Prep-Cut. Was bedeutet Pre-Prep-Cut? Das ist eigentlich die essentielle Diät vor der Wettkampfdiät. Letzten Endes möchte ich einfach eben gucken, dass ich meinen Körperfettanteil noch mal ein bisschen nach unten senke, denn ich wurde in letzter Zeit halt eben wirklich ziemlich fett mit 98,5 Kilo auf 1,73 Meter. Als Natural Bodybuilder ist das schon ein Haufen Holz an Körpergewicht, an Körperfett, was man da hat. Und das versuche ich jetzt Status Quo etwas zu bereinigen. Und zwar möchte ich euch in meinem heutigen YouTube-Video einfach ein bisschen meine Diät noch mal vorstellen. Und zwar zeige ich euch alles, was ich an einem Tag esse, und zwar im Rahmen eines Full Day of Eatings. Jetzt geht es aber erstmal eine Runde arbeiten, bevor es dann ab zum ersten Meal geht. Und genauso wichtig ist der Kaffee am Morgen. Schön aus der KWK Coaching Tasse. Lieben wir. Das sind auch tatsächlich seit Jahren meine ersten Schritte am Morgen. Also erstmal so ungefähr eine halbe Stunde bis Stunde einen Arbeitsblock schieben. Dann auf jeden Fall einen Kaffee zünden, damit ich nicht direkt nach dem Aufstehen schon Koffein konsumiere und das Cortisol erstmal meinen Wachheitszustand regulieren lasse. Ja, dann gibt es einen Kaffee, danach gibt es nochmal eine kleine Arbeitsschicht und dann ungefähr so nach zwei Stunden nach dem Aufstehen, also das sind alles nur so ungefähre Werte, gibt es dann das erste Meal und zwar primär das erste Proteinfeeding. So Freunde, ich habe jetzt gesagt bekommen, dass ich unbedingt mal einen kleinen Whey Mug Cake ausprobieren sollte. Tatsächlich mache ich normalerweise keine so Spielereien. Für mich gibt es morgens als allererste Mahlzeit immer Instant, dann einen Shake, 60 Gramm Whey Protein. Ja, aber da ich jetzt natürlich auch so langsam aber sicher in der Diät fortschreite, mein Körperfettanteil, man sieht es glaube ich, auch langsam ein bisschen leaner wird, habe ich auch Bock, morgens noch mal ein bisschen was zu essen. Und ich probiere einfach mal so einen kleinen Mug Cake aus. Alles, was wir dafür brauchen, zeige ich euch jetzt. Ich bin auf der Suche nach den Zutaten. Erste Zutat habe ich gefunden, Backpulver. Jetzt gibt es erstmal einen Whey, Tasse und Wasser. Ehrlich gesagt, gar keine Ahnung, wie viel Wasser ich reinmachen muss. Gar keine Ahnung, wie viel Whey ich reinmachen muss. Und ein bisschen Angst auch, dass das Ganze überschwappt. Aber wir probieren jetzt einfach mal. Also, ich habe hier ungefähr 150 Milliliter Wasser drin. Dazu gibt es jetzt erstmal hoffentlich 50 Gramm Whey. Gucken, dass das Ganze hier passt. Und da oben drauf gönne ich mir jetzt nochmal 3 Gramm Backpulver. Bin gespannt. Ui, also ist tatsächlich relativ fest geworden. So ein richtiger Tassenkuchen hier. Und schmeckt tatsächlich einfach eigentlich nur nach Whey. Kann man schon mal machen, wenn man ein bisschen was essen will. Hat mich überzeugt, Freunde. Keine Ahnung, wer mir den Tipp gegeben hat. Aber kann man auf jeden Fall machen. Ist jetzt auch eine ganze Tasse hier voll. 300 Milliliter. Also easy peasy. Könnt mir auch vorstellen, hier so ein paar Heidelbeeren oder so rein. Mal so einen kleinen Muffinkuchen. Eigentlich schon fresh. Kalorien, Hammer, relativ easy peasy. Müssen wir ja nur aufs Whey schauen. Ich tippe auf 40 Gramm Protein, kaum Carbs, kaum Fett. So, wir haben hier insgesamt 187 Kalorien, 39,15 Gramm Protein, 2,35 Gramm Fett, Carbs 2,05 Gramm. Erstes Meal, bisschen Backpulver ist noch dazu. Das track ich aber jetzt mal nicht mit. Sind so tief sind wir auch noch nicht in der Prep, ne? Nächstes To-Do ist jetzt erledigt, habe gerade das Voice-Over für das neue Reel von mir fertig gemacht. Es gibt noch mal ein kleines Trainingstutorial. Also falls du mir noch nicht auf Instagram folgst, solltest du das Ganze unbedingt mal abchecken. Dort gibt es neben dem YouTube-Content, den wir jetzt aktuell die ganze Zeit schon bringen, mit vielen Tutorials, auch dort noch mal ein paar Quick-Tutorials, um dahingehend dein Training zu verbessern. Also gerne unbedingt mal abchecken. Jetzt geht's weiter für mich. Hab noch 5 Check-ins vor mir und dann gibt es auch schon die nächste Mahlzeit. Schöne 50 Gramm plus ein Apfel. Aber das hier kann man eigentlich gar nicht als Apfel bezeichnen, das ist eher eine Traube. Hat hier 138 Gramm. Es ist der Wahnsinn. Stabil. Also Freunde, bei mir über den Tag, ihr seht es, es gibt nicht so viele Spielereien, ja. Also ich berufe mich da auf Lebensmittel, die sehr, sehr leicht verdaulich sind, super schnell ins System gehen, ja, um auch dahingehend einfach, weil ich schon so spät anfange zu essen, mehrfach am Morgen die Proteinsynthese relativ schnell hintereinander zu stimulieren. Zwischen dem ersten Meal und dem zweiten Meal waren jetzt
ungefähr 2,5-3 Stunden. Zwischen dem zweiten Meal und dem dritten Meal sind jetzt ungefähr nochmal 2,5 Stunden. Dann gibt es auf jeden Fall eine Pre-Workout-Mahlzeit. Ja, so ungefähr 4-5 Stunden sollte die dann reichen. Vielleicht nochmal ein kleines Intra-Workout mit einer Ebonade, 20 Gramm. Und dann gibt es auch schon die Post-Workout-Mahlzeit. Ja, also relativ gut getaktet. Einfach, dass ich, wie gesagt, die Proteinsynthese dahingehend mehrfach stimuliere. So, wenn ihr euch so einen Ebonade-Shake macht, ja, also ein Clear Weight, das im Übrigen übel geil schmeckt mit kaltem Wasser, könnt ihr unbedingt mal probieren. Mit dem Code KBK spart ihr übrigens 10% bei Evo Sports Fuel. Dann empfehle ich euch, das Ganze einmal zu schütteln, ja, ein bisschen stehen zu lassen und dann nochmal zu schütteln, nochmal stehen lassen, nochmal schütteln, nochmal stehen lassen und dann ist das Ding komplett, ja, spurenfrei. Dann klumpt da nichts und gar nichts, ja, weil ihr seht schon, es wird so schäumig, ja, bei dem Clearway. So die Besonderheit von Clearway, schäumt ein bisschen mehr. Ja, dementsprechend immer mal wieder stehen lassen, dann reguliert sich das und dann kann man es auch bald trinken. Auf geht's, ab geht's in die nächste Mahlzeit und zwar Pre-Workout. Und jetzt gibt's endlich für mich auch noch mal was Festes zu essen, beziehungsweise halbfest. Ich mache mir jetzt standardgemäß einen Porridge-Pre-Workout. Viele von euch werden vielleicht aber auch leicht verdaulichere Kohlenhydratquellen wie beispielsweise so ein Reismehl, Reispudding, vielleicht aber auch sogar Cornflakes besser vertragen. Ich platziere das Pre-Workout immer etwas weiter vom Training weg, circa so 1,5 Stunden. Bis dahin ist das sehr, sehr gut verdaut, hält mich allerdings trotzdem über das Training immer noch in einem Stadium, wo ich sage, okay, ich bin recht gut gesättigt. Dementsprechend bei mir Pre-Workout im Porridge seit Jahren drin, also wirklich seit Jahren drin und damit komme ich super gut zurecht. Wie das Ganze zubereitet wird, zeige ich euch jetzt. Wir brauchen zuallererst einen kleinen Topf. Und ich bin da auch so ein bisschen penibel. Ja, ich nehme dann auch wirklich immer diese 80 Gramm. Ja, und nicht 81, das ist so ein kleiner Tick von mir. Dazu kommen insgesamt 2 Gramm Salz Pre-Workout rein, um den Pump bestmöglich zu fördern. Also hier, tak, 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 2 Gramm Salz. Waage hängt manchmal ein bisschen hinterher. Dann kommen nochmal insgesamt 500 Milliliter Flüssigkeit hier rein. Okay, hab's ein bisschen verkackt. Jetzt sind es tatsächlich insgesamt 735. Da muss ich jetzt nochmal ein bisschen rausnehmen, weil das ist tatsächlich zu viel Wasser Pre-Workout. Während meine Haferflocken jetzt erstmal aufkochen können, gönne ich mir jetzt erstmal ein bisschen was an dunkler Schokolade. Die hat Alina aus Kasachstan mitgebracht. Schmeckt ziemlich gut. 80% Kakaoschokolade. Die Kenner wissen Bescheid. Ja, damit lässt sich auf jeden Fall arbeiten. Gibt hier 12 Gramm, um das Ganze gleich auf dem Porridge zu verteilen. Und dann gibt es gleich noch mal ein paar TK-Beeren obendrauf, bisschen Zimt obendrauf. Und als Basis nutzen wir Proteinpulver. Und zwar gönnen wir uns als Basis ein veganes Proteinpulver im Geschmack Salted Caramel. Die neuen Geschmäcker sind übrigens sehr, sehr geil. Schokolade, Salted Caramel, Kombi ist einfach wild. Auch Hazelnut Nougat. Brutales veganes Proteinpulver geworden. Also tatsächlich Hazelnut Nougat plus Salted Caramel meine absoluten Favoriten, was veganes Proteinpulver angeht, bis dato. So langsam kommen wir der optimalen Porridge-Konsistenz näher, aber so ein bisschen aufkochen muss das Ganze noch, ja, um einfach auch noch ein bisschen mehr Härtebasis zu bekommen, obwohl das mit veganem Proteinpulver auch immer sehr gut klappt. Veganes Proteinpulver bindet dahingehend einfach das Ganze mehr zusammen als beispielsweise ein Whey. Wenn ihr Whey in Oats macht, dann wird das meistens ein bisschen flüssiger. Vegan wird dahingehend meistens ein bisschen klebriger, beziehungsweise bindet einfach halt eben, wie gesagt, mehr die Konsistenz, was ich auch deutlich mehr feiere. Wir haben jetzt hier für dieses Meal insgesamt 642 Kalorien, 62 Gramm Carbs, 54 Gramm Protein und 15 Gramm Fett. Also auch noch sehr, sehr human, aber auf jeden Fall jetzt mit mehr Kohlenhydraten, um dahingehend die Trainingsperformance bestmöglich hochzuhalten. Raus, komm, acht, raus. Von 9.
Gut, meine Freunde, hab mich eben ein bisschen verlabert, deswegen neue Sequenz hier. Und zwar haben wir Quäse plus Mövenpick-Creme. Ich sage euch, was das an Makronährstoffen hat. Wir haben hier 26 Gramm von der Creme drauf. Die Mahlzeit hier, diese zwei Scheiben, haben 73 Kalorien, 35 Gramm Protein, aber 35 Gramm Protein ist so irre, ne? 14 Gramm Kohlenhydrate, 9 Gramm Fett und dementsprechend sind wir heute 2194 Kalorien, 226 Gramm Protein, 203 Gramm Kohlenhydrate, 47 Gramm Fett. Yes, Full Day of Eating, damit beendet. Ich lasse mir das Ganze jetzt gleich schmecken. Wie es aussieht aus dem Ofen, zeige ich euch gleich nochmal. Aber denkt dran, wenn ihr meinen Kanal supporten wollt, meine Freunde, schaut gerne bei meinen Sponsoren vorbei. Nutzt meine Codes KBK, Daniel KBK etc. pp. Und ansonsten Glocke abonnieren, aktivieren, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren und Video liken. Ja, bis dahin, peace out, ciao, ciao.